Sachsens Ministerpräsident Tillich hat bei der Wahlkampfveranstaltung von Angela Merkel in Plauen den Plaunern dazu gratuliert, dass sie nicht mehr das PL auf dem Autokennzeichen haben, sondern künftig das V. Das war mehr als ein Versprecher. Denn der Ministerpräsident hat gezeigt, dass der monatelange, schwere Konflikt um die Kreisfreiheit der Stadt Plauen überhaupt nicht wahrgenommen worden ist in Dresden. Er hat das überhaupt nicht mitgekriegt. Ich wünsche mir, dass die Plauner, aber die Vogtländer insgesamt, das registriert haben. Wir brauchen keinen Ministerpräsidenten, der nur zu Wahlkampfzeiten 10 und mehrmals das Vogtland bereist, sondern wir brauchen einen, der weiß, was in allen Regionen von Sachsen los ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Menschen das Kreuz bei den Sozialdemokraten am 30. August machen und nicht bei einem solch machtvergessenen Ministerpräsidenten wie Stanislaw Tillich.